Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie das eine Theke zusammenbaut. Und zwar geht es erstmal her und der zeige ich erstmal die Sachen aus der Platte rausmachen. Das sind immer so kleine Stege. Da cutten wir das jetzt erstmal raus. Da auf der anderen Seite ist auch noch einer. Ihr könnt natürlich die Sachen jetzt auch vorher bemalen. Lasse jetzt einmal Ruhe, weil wir haben schon bemalenes da stehen. Und dann geht es hierher. Ihr schaut natürlich, dass die Schrift nach unten ist, macht die zwei Seitenteile drauf, klebt das einfach, das kleben wir jetzt einmal ein, dass das schon mal hält. Ich stecke es immer vorher einmal das Rohteil zusammen, weil dann derzeit leichter. Aber dann wisst ihr, ob die Zapfen genau gingen, wenn nicht, schleift das einfach ein bisschen an. Genau. So, kommen die zwei Sachen rein und jetzt kommt die Theke oben drauf. Ich muss immer so, Der dass Bogen nach der vorne. Bogen, genau, dass der große Bogen nach vorne ist. Und so rum kleben wir es jetzt auch da ein. Dann macht es da wieder ein bisschen Kleber drauf. Da oben vorne nur ganz kleines bisschen. Und dann reicht es eigentlich schon aus. Dass wir unser Waschbecken bauen können. Da sind so Teile dabei. Da habe ich jetzt drei aufeinander geklebt, dass das schon mal trocknen kann. Ich kann euch das auch sagen, wie ihr das am besten macht. Jetzt einmal einfach da am Kleber drauf machen, ein bisschen an. Und dann klebt sie einfach drei Ringe aufeinander. Und das vierte, das hat nochmal so ein Unterteil dabei. Das kennst du dann für den Koch als Set nimmer. Das Tablet. Als Tablett, genau. Dann haben wir unseren Zapfhahn, den habe ich jetzt schon mal eingesteckt. Da ist auch immer ein zweiter dabei, im Fall es nicht gescheit geht. Oder wenn man es in die Fässer zum Beispiel, kann man den zweiten auch mit einbauen. Und dann machen wir da einen Kleber drauf. Und dann das genau übereinander, sodass das sauber beieinander ist. Und ich mache es immer so, dass jetzt, wenn es fertig ist, dann schon gleich da einen Kleber drauf mache. Und Andersrum. dann der Zapfhahn zu mir schaut, sodass der auch richtig rum drin ist. Und dass der jetzt oben beieinander bleibt, dann mache ich jetzt einfach mal Zwickeler drauf, dass das erst einmal vernünftig anziehen kann. So, dann haben wir das einmal so weit. Da habt ihr euer Abtropfbrettel noch. Das könnt ihr euch dann auch noch bemalen. Und jetzt machen wir da unten die Theke noch rein. Jetzt müssen wir das allerdings nochmal schnell umdrehen. Weil unten das Waschbecken, da machen wir jetzt einfach da oben einen Kleber drauf. Und dann werden wir da das Waschbecken jetzt noch einpassen. Schaut es dann am besten oben, dass es sauber bündig ist. Und bemalt es dann einfach bis oben rauf. Ja? Zeig's euch mal. In Grau Genau. dann. Und dann ist unser Theke eigentlich schon so weit fertig. Ihr habt dann ein paar Krügel dabei, ein bisschen Breze ist noch dabei. Genau, es ist auch noch so Und ein Brezenhalter dabei. genau, Warte mal, so ich zeige euch den mal. Der schaut dann so aus und da werden dann einfach. die Brezel aufgehängt. Da ist das Teil, da wird es dann reingesteckt, dann steht es und die Brezel können dann einfach rechts und links Das können wir ja hinhängen. noch schnell rausmachen, dann können wir es zu. So, dann holen wir uns mal das Teil her. Einmal da. Schauen wir mal, wo das noch hängt. Auf die Rückseite am besten schauen. Da ist noch ein bisschen fest, sodass das da rausgeht. Na, jetzt mag es nicht. Und dann brauchen wir unser rundes Teil. Und in das kannst du das dann einstecken und da kannst du dann die Brezel einhängen. So, dann wird das einfach dann eingelebt. Und dann kannst du da drauf wieder die Brezel, machen wir eine Brezel raus. Es kommt ein Stück drauf und dann kannst du da drauf die Brezel hängen und dann kannst du das wieder auf eine Theke mit draufstellen. Und so schaut das toll aus. Gell? Bis zum nächsten Mal. Eure Pira von Petras Bastelnuss.